Einen wunderschönen Willkommen zu einem neuen Spiel aus dem Jahre 2004. Und zwar spielen wir heute oder beginnen wir heute mit The Moment of Silence von House of Tales. Ein sehr interessantes Spiel und vielleicht auch ein sehr längeres Spiel. Na, so lange nicht, aber so um die 8-9 Spielstunden ist es so circa. Und es ist ein Science-Fiction-Thriller. Und ein düsteres Szenario wird hier in diesem Science-Fiction-Thriller im Jahr 2044 aufgebaut. Und das wollen wir uns einfach mal gemeinsam anschauen. In the Moment of Silence. Viel Spaß. Und dann sind wir schon mitten im Spiel. Ja, wir kommen nochmal zu The Moment of Silence. Wie schon ganz am Anfang gesagt, ein Spiel aus dem Jahre 2004 von einer Firma, die leider 2010 schon aufgelöst wurde. Und ja, wir spielen hier den New Yorker Kommunikationsdesigner Peter Wright. Und wie, sagen wir mal, das Deckblatt von dem Cover berichtet, ne, hat er seine Frau und seinen Sohn bei einem Flugzeugabsturz verloren und hat ihn halt jetzt gerade diesen Vorfall hier beobachtet und ab der Stelle spielen wir. Mehr gibt es nicht so großartig als Hintergrundstory für das Spiel am Anfang. Ich habe es damals schon mal gespielt, aber damals ist halt schon verdammt lang her und viele Sachen habe ich definitiv vergessen. Ich habe sogar das komplette Ende vergessen. Also lassen wir uns mal überraschen, was wir hier zu erwarten haben. Es gibt ein Hotspot-System, was uns zeigt, wohin wir rausgehen können. Also super hilfreich. Wir müssten also eine ganze Menge selber hier wieder aufdecken, hier finden und suchen. Ja, und los geht's. Wir haben hier einen Teddybär. Der Teddy des Jungen. Sicher vermisst ihr ihn schon. So, nehmen wir mal mit. Rechte Maustaste. Na komm, Teddy. Hier kannst du nicht liegen bleiben. Ich bring dich zurück zu deinem Besitzer. Genau. Rechte Maustaste ist gucken. Linke Maustaste ist die Aktion auswählen. Es sei denn, also die Aktion, die man sieht, ne, die Hand oder was auch immer. Es sei denn, es sagt halt mit einer Lupe näher sich angucken, die ganze Sache. Was haben wir hier? Eine zerstörte Tür? Wir haben hier ein Klingelschild. Gucken wir mal. Die Familie heißt Oswald. Okay. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass der Mann seine Frau Debbie nannte. Namen Lütander. Lieber nicht. Okay, Klingel wollen wir nicht. Namen, Volli. Die Tür ist völlig ruiniert. Dieses Kommando hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Das sieht wirklich übel aus. Die Cops kennen kein Pardon. Okay, können wir nichts weiter machen? Das ist schon die Wohnzimmertür.
Ich kann da nicht einfach so hereinspazieren. Genau, 20% auf alles, außer auf Tiernahrung oder 20% auf alles, was keinen Stecker hat. Nee, außer was keinen Stecker hat, na wie auch immer, ne? Aber wir wissen, wer wir meinen. Mrs. Oswald, hier ist Ihr Nachbar, Peter Wright. Es tut sich nichts. Hoffentlich sind die beiden wohlauf. Das ist die Synchro von Bruce Willis, ne? Namen Lilyfay. Meine Güte, das sieht wirklich schlimm aus. Meine Güte, das war sehr emotional gerade eben. Okay, ich muss fragen, ob da drüben alles in Ordnung ist. Wo ist mein Messenger? Okay, dann gehen wir Messenger suchen. Bad. Die Nasszelle. Die Mr. Greenberg hätte mir ruhig sagen können, dass keine Badewanne drin ist. Okay, Nasszelle kann man nicht gehen. Meine Küche. Naja, es ist eigentlich eher eine Luxus-Kochnische, die typische Single-Ausstattung. Ich habe noch kein einziges Mal darin gekocht. Typische Single-Ausstattung, nein, ne? Dafür habe ich jetzt wirklich keinen Kopf. Ah, okay. Kein Kopf dafür. Schranktür. Was haben wir denn hier Hübsches? Nichts. Wir haben einen Nachttisch, ein Bett. Ah, schönes Bett hier. Aber das Bett nicht gemacht. Naja. Für einen allein reicht es. Okay. Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Ach so. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier lang... Mit Regal. Möbliertes Wohnen, wie man es sich vorstellt. Oh, schön. Ich sollte den Hausverwalter wirklich mal fragen, ob er das Ding nicht austauschen kann. Ja, eine schöne Anrichte hier. Kann man nichts weiter machen. Hier haben wir einen schönen Arbeitsplatz. Sieht doch gut aus. Du hast die Ursache... Und was ist es? Was ist es? Das ist nicht der Stick. Sag, was ist es? Was ist hier? Ein Nachttisch. Ach, der Messenger. Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. So, das heißt, unser Messenger ist hier. Was machen wir mit dem? Mein Messenger. Das neueste Modell. Bill ist mächtig neidisch. Okay, ist ready. Infocenter. Guten Tag. Hier ist das Messenger-ID-Nummern-Service-Verzeichnis Region New York City. Ich bin Ihr elektronischer Directory-Agent Elena McBride. Dieser Service ist für 30 Sekunden gebührenfrei und kostet danach nur 1,8 Credits pro angefangener Minute. Wow. Was kann ich für Sie tun? Hier genau. Ich brauche die Messenger-Nummer einer Familie Oswald in New York. Tillery Street 352. Bitte spezifizieren Sie Ihre Anfrage. Buchstabieren Sie den Namen der gewünschten Person. 30 Sekunden. O-S-W-A-L-D. Oswald. Ihre Eingabe wird analysiert. Wir haben eine Ihren Angaben entsprechende Person in unserer Datenbank gefunden. 30 Sekunden. Die Messenger-ID wird übertragen. Möchten Sie verbunden werden? Nein, danke. Ich rufe selbst an. Was kann ich noch für Sie tun? 30 Sekunden. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die Benutzung unseres Services. Die Gesprächsgebühren werden von Ihrem Messenger-Konto abgebucht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Kann ich was dafür, wenn die so langsam spricht? Okay, wie liege ich auf so? So, was haben wir? Wir haben jetzt... Wir müssen ja noch telefonieren. Mrs. Oswald. Hallo? Hallo, Mrs. Oswald. Hier ist Peter Wright. Wer? Peter Wright, Ihr Nachbar. Und? Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Ich habe gerade den Polizeieinsatz an Ihrer Wohnungstür miterlebt und wollte fragen, ob es Ihnen gut geht. Sind Sie Reporter oder sowas? Oh nein, nein. Ich wollte wirklich nur hören, ob alles in Ordnung ist. Das ist nett, Mr. Wright, aber wir haben im Moment wirklich andere Sorgen. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Ich stelle den Messenger ohnehin gleich offline. Bitte verstehen Sie das? Natürlich, ich verstehe das. Entschuldigen Sie die Störung. Ach, da wäre noch da was. Da wäre noch etwas. Was denn? Ihr Sohn hat seinen Teddy auf dem Flur verloren und bestimmt möchte er ihn gern wiederhaben. Ich habe ihn hier bei mir. Würden Sie mir nur kurz die Tür öffnen, dann komme ich eben rüber und bringe ihn vorbei. Ich werde nicht lange stören. Den Teddy? Also gut. Einen Moment. Ich schließe ihn kurz auf. Okay, bis gleich. Ja,
Ja, das ist die typische Stimme Yippie-Yayo Schweinebacke, ne? Ja, wenn man weiß, woran es liegt, dann ist das Problem nur noch halb so schwer, weil man kriegt es ja irgendwie immer wieder gelöst, ne? Und jetzt weiß man ja auch, wie man es gelöst kriegt, indem man den Dongle dann deaktiviert und wieder aktiviert, also den Onboard, den WLAN-Adapter, oder aber einen externen Dongle nimmt. So, wir wollen hier schnell mal durch. Kann ich jetzt klopfen? Ah, ich glaube, da kommt sie. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung? Es geht schon. Also hier wäre der Teddybär Ihres Sohnes. Scheint noch alles dran zu sein. Danke, Mr. Wright. Hey, Tommy. Sieh mal, Mr. Wright hat deinen Bären gefunden. Hi, Tommy. Er ist völlig am Ende. Ja. Er braucht jetzt Ruhe. Ich gehe sofort wieder. Hören Sie, Mrs. Oswald, ich möchte nicht aufdringlich sein, aber was war eben hier los? Kann ich irgendwie helfen? Was hier los war? Sie haben es doch gesehen. Dieses Kommando ist hier hereingestürmt wie die Gestapo. Und sie haben Graham mitgenommen. Graham? Ihr Mann? Ja, natürlich. Weswegen? Was weiß ich? Graham hat nichts getan. Sie haben keinen Grund genannt. Wir haben keinen Durchsuchungsbefehl gesehen. Keinen Haftbefehl, gar nichts. Wir wissen nicht einmal, wo sie ihn hingebracht haben. Verhaftet ohne Grund? Vielleicht nur eine Verwechslung? Ich habe schon mit der Polizei telefoniert. Die sagen, sie wissen gar nichts von dem Einsatz. Oh Gott, diese Mistkerle. Na, das kann ja nicht sein. Da muss irgendein Irrtum vorliegen. Soll ich eventuell mal beim Police Department vorbeischauen? Vielleicht klärt sich die Sache ganz schnell auf. Sie? Ja. Wissen Sie, ich arbeite für Greenberg und Winter. Sie wissen schon, Telescreen-Kampagnen. Vielleicht bekomme ich mehr Auskünfte. Ich schlage vor, Sie beruhigen sich erst mal ein wenig, kümmern sich um Ihren Sohn. Und ich kläre die Sache mit dem Police Department. Sie werden sehen, bestimmt kommt alles wieder in Ordnung. Ich komme nachher noch mal vorbei und sehe nach Ihnen. Okay? Melden Sie sich lieber auf dem Messenger. Ich denke, die machst du aus. Es ist schon spät und Tommy muss auch schlafen. Oder es wenigstens versuchen. Natürlich. Also dann. Oh, die hat ein viel schöneres Zimmer, oder? Wohnung. Okay, Polizei. Guten Tag. Hier ist das Messenger-ID-Nummern-Service-Verzeichnis Region New York City. Die quatscht ja schon länger als 30 Sekunden. Was kann ich für Sie tun? Die quatscht schon länger als 30 Sekunden. Deswegen müssen wir auch immer bezahlen hier. Ich brauche die Nummer des New York Police Departments. Ihre Frage wird analysiert. Sie möchten das Police Department erreichen. Buchstabieren Sie. Die Messenger-ID wird übertragen. Um Notrufe möglichst schnell weitergeben zu können, haben wir eine Direktweiterschaltung an das Police Department eingerichtet. Möchten Sie jetzt verbunden werden? Nein, danke. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank für die Benutzung unseres Services. Die Gesprächsgebühren werden von Ihrem Messenger-Konto abgebucht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Polizei. Police Department, New York. Guten Tag, Officer. Hier ist Peter Wright, Tillery Street 352. Ich möchte eine Auskunft einholen. Sir, dies ist die Notrufnummer. Bitte blockieren Sie nicht die Leitung. Ich weiß, Officer, aber es ist sozusagen ein Notfall. Ich möchte wissen, ob Ihr Department vor einigen Stunden einen Einsatz in der Tillery Street hatte, betreffend einem gewissen Graham Oswald. Sie sind kein Verwandter, Sir. Ich sehe es hier in der Datenbank. Ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Ich könnte Ihnen höchstens die aktuellsten Zahlen zur offiziellen Statistik nennen, die auch über das Global Net zugänglich ist. Danach hat im Quadranten Brooklyn West 2 seit letzter Woche kein Einsatz mehr stattgefunden. Also auch nicht vor wenigen Stunden? Diese Interpretation überlasse ich Ihnen. Ich darf zu Einzelfällen keine Auskunft geben. Also kein Einsatz in Brooklyn West? So ist es, Sir. Bitte machen Sie jetzt die Leitung frei. Okay, vielen Dank, Officer. Keine Ursache, Sir. Das ist wirklich etwas merkwürdig. Das ist wirklich... Also wirklich, wirklich. Naja, okay. Es ist spät. Ah nee, wir müssen ich anrufen. Ich sollte die beiden jetzt nicht mehr stören. Okay. Ich sollte anrufen, ne? Mrs. Oswald, hier ist nochmal Peter Wright. Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr. Ich kann sowieso nicht schlafen. Tommy ist auch noch da. Das hätte ich doch reingehen können. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Nun, es ist wirklich etwas seltsam. Ich habe die Polizei angerufen. Angeblich keine Polizeieinsätze in ganz Brooklyn West in der gesamten letzten Woche. Was soll das heißen?
heißen? Ich weiß es nicht, Mrs. Oswald. Das ist schon alles ziemlich merkwürdig. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Wir werden Ihren Mann finden. Versuchen Sie zu schlafen. Ich werde morgen früh mit Bob vom Kiosk reden. Vielleicht ist dem irgendwas aufgefallen. Gut möglich, dass er noch geöffnet hatte, als das Kommando hier aufgetaucht ist. Ich danke Ihnen, Mr. Wright. Klingeln Sie morgen einfach. Ich bin zu Hause. Gut, dann bis morgen. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken und grüßen Sie Tommy. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich glaube, ich sollte mich jetzt doch mal hinlegen. Es muss schon weit nach zwei sein und morgen Mittag beginnt wieder der Agenturstress. Ah, vielleicht kann ich ja endlich mal schlafen. Der Agenturstress ist immer das Schlimmste von allen. Ich schalte mal frei hier. So. Huch. Oh, ich will so einen Bildschirm. Wieder eine Nacht ohne Schlaf. Guten Morgen, New York. Wieder eine Nacht ohne... So, ich mach mal hier kurz... So, ne, speichern ist Sicherheit. Was haben wir hier? Eine Schublade. ...388 Tote bei Flugzeugunglück, aha. Was ist das? Visitenkarten? Ich hab, als bei, hat er diesmal kritisiert. Als bei. Ner. Da. Als bei Ner. Oh Mann. Dieses Wortfiltersystem, das ist schon Hammer. Aber immerhin, es kommt hier nichts Schändliches durch, ja? Okay, hier ist nichts. Was haben wir denn hier? Visitenkarte? Meine Visitenkarte. Viel praktischer als Messenger-Kontaktdatentransfers. Sie braucht keinen Strom, ist immer lesbar und kann ruhig mal nass werden. Ach, da auch. Ich sollte das Zeug eigentlich wegkippen. Okay. Aber ich krieg's nicht fertig. Nachts kommt die Stille und dann kommt auch der Durst zurück. Nein, mein Urlaub ist heute zu Ende. Die Trinkerei muss jetzt auch aufhören. Oder wenigstens eingeschränkt werden. Okay, wenn er das so kann, ja. Okay, wir können hier nichts machen mit dem Ding. Tolles Programm wieder mal. Ich könnte ihn ausschalten, aber dann ist es so verdammt still. Guck mal, hier ist doch der Computer. Na, was ist, Christine? Keine neue Nachricht? Also, wir sind 2044, ja, und die GUI sieht nicht besser aus als heute. Wir haben eine neue Chat-Nachricht. Peter? Sind Sie noch da? Ja. Peter? Ja, ich bin da. Wieder da. Na, ich dachte schon. Was war denn los? Ich weiß nicht genau. Die Polizei war eben da. Bei Ihnen? Nein, bei meinen Nachbarn. Was ist passiert? War die Musik zu laut? Danach sah das nicht aus. Es waren mindestens 6 Cops in voller Montur. Ein Spezialkommando. Sie haben die Tür gesprengt und einen Mann verhaftet. Wie aufregend. Vielleicht haben Sie neben einem Schwerverbrecher gewohnt. Da war auch eine Frau und ein Junge. Es war ziemlich brutal. Sie kennen die Familie? Kaum. Ich habe sie nur ein paar Mal im Aufzug getroffen. Der Mann hat mir letzte Woche geholfen mit den Umzugskartons. Er war eigentlich sehr nett. Tja, so kann man sich täuschen. Seien wir froh, dass sich jemand um unsere Sicherheit kümmert. Hey, und jetzt weiter im Text. Sie hatten mir gerade von Ihrem Job erzählt. Das fand ich sehr interessant. Was genau machen Sie bei Greenberg und Winter? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber mir steht jetzt wirklich nicht der Sinn nach so einem Gespräch, Christine. Das weiß ich doch. Ich wollte Sie eben nicht verletzen. Ich versuche nur... Sollte ich mit ihr reden oder nicht? Ich war gerade drüben. Und? Mrs. Oswald ist ziemlich von der Rolle und der Kleine ist total aufgelöst. Wie furchtbar. Aber es hat sicher einen guten Grund, Peter. Natürlich ist es hart für die Familien. Das ist es immer. Ja, sicher. Gute Gründe. Na, alles hat immer gute Gründe. Sie sind sarkastisch, Peter. Aber das Leben muss weitergehen. Ihres und das der Oswalds auch. Ich muss jetzt Schluss machen. Diese Sache da draußen beschäftigt mich. Dünn, das kenne ich doch irgendwo.
Aber wieso, was hast du? Das ist doch super stylisch, hochmodern hier, der Messenger. Nur 4 Buttons und wir können das ganze Gerät steuern. Also die ist auch sehr seltsam, weil so hyperfreundlich und dann, naja, das ist halt wichtig, dass da immer jemand über unsere Sicherheit wacht und so, ne? Okay, was haben wir hier? Ist unser Nachttisch wieder? Nö, okay. Vielleicht sollte ich mal duschen gehen, in eine Nasszelle. Oder andere Klamotten anziehen. Oh, wir machen diesmal den anderen Schrankteil auf. Okay, geht nicht. Ach, Palmen, die waren doch damals schon veraltet. Nein, keine Lust. Ach, keine Lust. Bad. Ich kann nicht ins Bad. Die Nasszelle. Oh, die Tür ist repariert. Die Tür ist wieder heil. Das ging ja schnell. Ja, klingeln wir mal. Hallo, Mrs. Oswald. Der steht da so creepy da, der Junge. Guten Morgen, Mr. Wright. Morgen. Na, wie geht's Ihnen heute? Sag Mr. Wright guten Morgen, Pommy. Morgen, Sir. Heute früh ist es etwas besser, aber wir hatten eine ziemlich unruhige Nacht. Tommy hat sehr schlecht geträumt. Ich habe schon unseren Anwalt angerufen und er hat versprochen, bei den Behörden nachzuforschen. Wie ich sehe, haben die Central Services schon ihre Tür repariert. Das Schloss muss noch justiert werden. Sie wissen ja, wie diese Leute von Central Services sind. Okay, ich werde mich auch ein wenig um die Sache kümmern, wenn Sie möchten. Niemand verschwindet einfach so. Haben Sie denn so viel Zeit? Nicht, dass Sie Schwierigkeiten bekommen. Nein, nein, das wird schon in Ordnung gehen. Nachher muss ich mal kurz ins Studio, sonst steigt mir mein Chef aufs Dach. Aber unsere Kampagne läuft sowieso erst übernächste Woche an. Ich werde sehen, ob ich mir nicht ein paar Tage freinehmen kann. Ich schaue nachher nochmal rein. Das ist wirklich nett von Ihnen. Darf ich Sie noch ein paar Dinge fragen? Vielleicht finden wir Ihren Mann dann schneller wieder. Ja, natürlich. Fragen Sie nur. Was macht Ihr Mann dann beruflich? Er war Online-Journalist für die Times. Ich meine, er ist Online-Journalist. Oh Gott, ich bin schon völlig mit den Nerven runter. Ja, die Sache gestern sah ja auch schlimm aus. Aber ich bin überzeugt, dass sich alles aufklären wird. Wahrscheinlich sind nur Daten falsch gespeichert worden. Sowas passiert bei uns in der Agentur auch ständig. Mhm. Bestimmt finden wir Ihren Mann noch heute wieder. Aber nicht bei dieser DSGVO, ne? Da dürfen Daten nicht einfach falsch gespeichert werden. Die Schadensersatzklagen, die dahinter stehen. Was hat er zuletzt bearbeitet? Oh, er war ziemlich einsilbig in den letzten Wochen. Ich weiß es nicht genau. Er wirkte bedrückt, aber was genau er gemacht hat, keine Ahnung. Das wäre doch ein Anhaltspunkt. Sie meinen, er ist wegen beruflicher Dinge verhaftet worden? Möglicherweise. Wir werden es herausfinden. Wie kann man seine Redaktion erreichen? Er ist Freelancer, Mr. Wright. Er arbeitet für viele Zeitungen. Also er recherchiert und schreibt und verkauft seine Stories dann an die E-Papers? Genau so ist es. Was hat er zuletzt bearbeitet? Oh, er war ziemlich einsilbig in den letzten Wochen. Oh, okay. Er wirkte bedrückt. Das wäre Sie meinen, möglich. Wie kann man... Er ist also genauso... Weil das immer noch gelb ist, ja? Na gut. Darf ich Sie noch etwas fragen? Haben Sie vielleicht ein aktuelles Foto von ihm für mich? Kein aktuelles. Graham lässt sich ja nie knipsen, nicht mal auf Familienfesten. Das einzige ziemlich neue Bild von ihm hat, glaube ich, Tommy. Kann ich es sehen? Ach, man erkennt ihn gar nicht richtig darauf. Er hat Tommy das Foto geschenkt, weil er fand, er sehe darauf so cool aus. Er sieht darauf cool aus. Darf ich Sie noch etwas fragen? Wäre es okay, wenn ich ein bisschen mit Tommy reden würde? Sie sehen ja, er ist sehr angegriffen. Das Ganze nimmt ihn sehr mit. Aber Sie haben ja selbst Kinder. Ich habe einen Karton mit Spielsachen im Aufzug gesehen, als Sie eingezogen sind. Ich? Ja, ich habe einen Sohn. Oh, vielleicht möchten er und Tommy sich mal kennenlernen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich denke, ich muss jetzt los. Ich melde mich über den Messenger, wenn ich etwas höre. Über den Messenger oder hier bei Ihnen. Danke, Mr. Wright. Enter Passwort. T-O-M-M-I. Nein, das ist es nicht. Okay, da müssen wir erstmal ein Passwort finden. Tommy, mein Freund. Hey, Tommy, wie geht's dir? Hallo.
alles, Sir. Mit deinem Teddy alles klar? Ja. Ja. Du hast keine Lust, dich zu unterhalten, oder? Du vermisst deinen Dad. Mr. Wright, ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige... Helfen Sie mit, dass Dad wieder nach Hause kommt? Das werde ich versuchen, ja. Hast du Lust, mir ein bisschen von deinem Dad zu erzählen? Dad ist cool. Er arbeitet am Computer und macht Politiker zur Schnecke. Er ist nämlich Journalist. Ich weiß. Und was macht ihr zwei, wenn er frei hat? Er nimmt mich mit zum Fischen und ins Virtual Palace. Und er bringt mir coole Geschenke mit, wenn er unterwegs war. Hat dein Dad dir auch den Teddy geschenkt? Ja klar, da war ich aber noch klein. Ist eigentlich ziemlich uncool, einen Teddy Ach, zu haben. Ach Quatsch. Puh, das finde ich gar nicht. Er ist eben von Dad. Das ist was anderes. Mom hat schon zweimal das eine Auge wieder angenäht. Klar, ein Bär ist prima. Den kann man immer gut gebrauchen. Mein Sohn hatte auch einen und er hat ihn geliebt. Auch wenn er es manchmal nicht so recht zugeben wollte. Seine Kumpels aus der Schule haben zwar ein bisschen gelästert, aber in Wirklichkeit haben die doch selbst alle noch irgendwo einen Teddybären, der auf sie aufpasst. Es wäre gut, wenn die Erwachsenen auch jemanden hätten, der auf sie aufpasst. Oh ja. Dann wäre Dad vielleicht jetzt nicht weg. Da könntest du recht haben. Du und Dad, ihr geht ins Virtual Palace? Was macht ihr da so? Virtual Skating? Wir spielen Mace Hunter mit Vollanzügen. Mace Hunter? Ist das nicht erst ab 10? Da bist du aber schon ein ganz schön harter Bursche, was? Bei Mace Hunter muss man doch enorm viel klettern und springen. Vor allem ab Level 2. Ich habe schon den dritten Dan in Mace Hunter. Ach was, uff. Dad sagt, nächstes Jahr meldet er mich für Level 4 an. Wow, nicht übel. Und du bist doch schon mal auf einen Baum geklettert? Ich meine, auf einen richtigen? Na klar, hier im Park. Aber ich darf da jetzt nicht mehr allein hin. Wegen der komischen Leute, die da neuerdings immer sind. Aha. Was für komische Leute? Erzähl mal, was hat dein Dad dir zuletzt mitgebracht? Einen super seltenen Alien, so einen wie aus Roswell. Der kann sogar sprechen. Oh, wirklich? Cool. Was kann er denn sagen? Wenn man auf das linke Auge drückt, sagt er sowas wie at, 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 at. Und wenn man rechts drückt, sagt er, netter Planet, den nehmen wir. Verstehe. Das kommt mir bekannt vor. Woher hat er ihn? Ich weiß nicht, Sir. Und es war erst kürzlich, sagst du? Ja, vor 2 oder 3 Tagen. Sag mal, würdest du mir die Puppe mal ausleihen? Nein, lieber nicht. Warum wollen Sie sie überhaupt haben? Naja, ich dachte mir, vielleicht hilft sie uns, dein Dad wiederzufinden. Sowas können Spielzeuge nicht. Nein, schon klar. Ich meine damit, vielleicht fragen wir jemanden, woher die Puppe stammt und bekommen einen Tipp, was dein Dad zuletzt gemacht hat, bevor er verhaftet wurde. So können wir ihn vielleicht finden. Nein, lieber nicht. Hinterher ist meine Puppe auch noch weg. Ach, hat er recht vielleicht, ne? Ach. Und wenn wir tauschen? Tauschen gegen was? Ich habe einen Mr. Nuke. Kennst du den? Klar, der ist doch total selten. Den gab's nur 6 Monate bei Toy Galaxy. Und danach nur noch in den Gold Brownies Packungen. Und die waren ganz schnell ausverkauft. Brauchen Sie den denn nicht mehr? Ich? Nein, vermutlich nicht. Kann ich ihn sehen? Sicher, Sekunde, ich hol ihn. Darf ich dich noch was fragen? Was denn? Darf ich dich noch was fragen? Was denn? Ich muss noch was erledigen, okay. Tommy. Ich danke dir. Bis später. So, wir müssen also jetzt den Mr. Nuke holen, ne? So ein Schnellsprung zum Ziel gibt's leider nicht. Wo haben wir denn den Mr. Nuke? Ah, das Umswitchen ist hier ein bisschen... Warte mal, Mr. Nuke wird hier im Schrank sein, oder? Da, in der Schranktür. Mr. Nuke? Kein Mr. Nuke. Dann ist Mr. Nuke hier auf der Seite. Mr. Nuke? Kein Mr. Nuke. Mr. Nuke. In der Schubslade. Nö. Da waren wir eigentlich auch schon drin. Wirklich nicht im Schrank? Das ist doch der einzige Ort, den wir hier haben. Nö. Ach. Was ist das? Ah, komm, Superheld. Ich glaube, es braucht dich jemand. Aha. Warte mal, dann haben wir da bestimmt noch die zweite Schubslade hier drüben auf der anderen Seite.
Na, nix drin. Hallo, Mrs. Oswald. Aber wir haben fast eine neue Wohnung hier, ja? So, mein Freund, guck mal hier, ich hab was für dich. Patricks Actionpuppe. Er hat sie geliebt. Hier, sieh mal, Tommy. Mr. Nuke. Ich hab ihn in der Schublade mit Patricks Spielsachen gefunden. Gefällt er dir? Ja, klar. Pass auf, wir beide machen ein Geschäft unter Männern. Du leihst mir deine Alienpuppe und ich gebe dir so lange Mr. Nuke als Pfand. Was meinst du? Und ich bekomme ihn zurück, wenn ich ihn wiederhaben will? Ach klar doch, jederzeit, Ehrenwort. Darf ich, Mom? Natürlich, Tommy. Klasse! Warten Sie mal, Sir. Auf alle Fälle gibt's noch Jogginghosen, ne? Okay, behandle ihn gut. Ich werde jetzt mal sehen, was ich mit deiner Alienpuppe anfangen kann. Bis später, Mister. Mom, ich gehe ein bisschen in mein Zimmer. Okay, ich mache dir nachher ein paar French Fries. Ein netter Junge. Ja, es ist nicht leicht für ihn. Der Schock wird erst später kommen. Ich lasse Sie jetzt lieber ein bisschen allein. Wenn ich noch etwas Neues erfahre, melde ich mich bei Ihnen. Vielen Dank. Das ist die Puppe, die Tommy Oswald mir gegeben hat. Ein umwerfend hässlicher Alien. Wo hat sein Vater die wohl her? Das ist eine gute Frage. So, vielleicht können wir vielleicht am Computer irgendwas machen, vielleicht recherchieren oder so. Oder wir müssen zur Arbeit gehen, ne? Das können wir auch machen. Warte mal. Ich guck mal, ob wir hier am Rechner was machen können. Wir haben schon wieder eine Chatnachricht. Hey, Peter. Oh. Hi. Na, sind Sie wieder besser gelaunt? Hören Sie, ich wollte wirklich nicht... Nein, schon in Ordnung. Die Sache mit meinen Nachbarn ist wirklich seltsam. Aber das sollte uns beide nicht belasten. Wie sieht's mit Ihrer neuen Wohnung aus? Haben Sie sich schon ein bisschen eingelebt? Es geht so. Hier sieht's aus wie in einem Katalog. Mr. Greenberg hat sich Mühe gegeben und ich bin ihm auch wirklich dankbar dafür. Aber ich glaube, solche Sachen sind einfach nicht sein Ding. Das kenne ich. Warten Sie es ab. In ein paar Monaten haben Sie eine Höhle, in die Sie gern zurückkommen. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich doch nicht alle Sachen aus dem Haus wegwerfen sollen. Wie lange haben Sie noch frei? Ich muss morgen wieder in die Agentur. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt. Das Grübeln bekommt mir nicht. Und das Trinken sicher auch nicht. Natürlich. Woran arbeiten Sie denn gerade? Die Freedom of Speech-Kampagne. Wir haben die Ausschreibung gewonnen vor 2 Monaten. Oh ja, ich habe davon gelesen. Große Sache, oder? Für Greenberg und Winter sicher. Mr. Greenberg hat sich schon einen neuen Telescreen bestellt, in Wandgröße. Und Sie? Was tun Sie bei der Kampagne? Ich mache das Textkonzept. Ach, das ist doch großartig. Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich mit diesem ganzen Terrorismus-Thema auseinandersetzen möchte. Oder jetzt mehr denn je. Die Kryptographiegesetze sind ein großer Fortschritt für uns alle, meinen Sie nicht? Ach, wissen Sie, ich habe auch schon Digest-Schokoriegel beworben, die ein großer Fortschritt für uns alle waren. Laserrasierer, farblosen Ketchup, zuckerfreie Antidepressiva. Eine ganze Shopping-Mall voller Revolutionen, Quantensprünge, neuer Dimensionen und großer Fortschritte. Aber Peter, ich bitte Sie, diese Gesetze bedeuten doch mehr für uns alle als farbloser Ketchup. Unser Leben wird sicherer. Ist das kein Fortschritt? Vielleicht. Aber für wen? Für mich? Mir ist es egal, wer was wie verschlüsselt. Wenn die Terroristen keine Voicemails mehr benutzen können, dann werden sie eben ihre Bomben werfen, ohne vorher ihren Freunden davon zu erzählen. Genau so. Aber diese Gesetze werden Leben retten. Wir werden Terroristen viel früher erkennen und dingfest machen können. Was habe ich davon? Von den Menschen, die ich geliebt habe, wird niemand wieder lebendig durch ein paar Gesetze. Es muss ein Anfang gemacht werden, Peter. Seien Sie stolz darauf, dabei zu sein. Diese Gesetze werden die Welt verändern. Meine ist schon verändert. Aber Sie sind nicht allein auf der Welt. Doch, genau das bin ich. Aber er hat's gesagt. Farblöser Ketchup, klar, kennst du nicht? Ist doch normal. Andere ins Wasser. Nein,
Er hat es gesagt. Wohlbemerkt, das Spiel ist aus dem Jahr 2004, also sprich entwickelt wahrscheinlich 2001, 2002. Wenn Verschlüsselung beobachtet wird, wenn verschlüsselte Nachrichten gescannt werden können oder eben halt so wie gerade wieder Aktivitäten gerade auf EU-Ebene sind und natürlich auch weltweiter Ebene, sich in die End-to-End-Verschlüsselung mit reinzuhacken, damit man lesen kann mit einem Master-Key oder was auch immer, es ändert nichts an der Tatsache. Ob ich jetzt eine Verschlüsselungsplattform X habe und die mitlesen kann, gibt es irgendeine Plattform Y. Die wird es immer geben. Und wenn es die Plattform Y in elektronischer Form nicht gibt, dann gibt es irgendeine andere Kryptogeschichte. Ob es dann nachher Tor-Netzwerke sind oder irgendwas anderes, dieses sogenannte Gänsefüßchen Dark Web oder Darknet, oder ob es die simple Brieftaube ist dann nachher. Weil es geht nicht darum, irgendwelche Terroristen nachher zu begutachten, weil das völliger Quatsch ist, weil ich doch nicht alles da scannen kann, sondern es geht allgemein darum, dass ich überhaupt Nachrichten scannen kann und Input lesen kann. Deswegen dieses ganze Vorhaben, wer soll es archivieren, wer soll die ganze Videoüberwachung archivieren und beobachten mit einem dran. Allein, dass eine Maschine Verhalten analysieren soll, man hat es ja hier am Ostbahnhof in Berlin gemacht und musste ja dann feststellen, dass die False-Positive-Rate so riesengroß ist. Man hat zwar das sind doch nur 2%, aber 2% von 100.000 Leute ist eine riesengroße Menge von falsch-positiven Mitteilungen, wo Leute bzw. Personal raus muss und dann die Leute auch noch fälschlicherweise stark untersucht. Und das im Rahmen oder im Namen der Sicherheit oder ähnliches dafür, dass man dann ständig irgendwo durchläuft, gescannt wird, es ständig protokolliert wird, wo man langläuft, wo man sich aufhält, mit allem drum und dran. Weißt du, der normale Mensch ist auch völlig korrekt, darf weder irgendwelche Fotos oder sonstiges online stellen von irgendwelchen Autonummernschildern, hast du nicht gesehen, weil das ja die Persönlichkeitsrechte von den Personen verletzen könnte, weil es soll ja niemand oder braucht auch niemand wissen und soll auch niemand wissen, wo Person A gerade just zu dem Zeitpunkt der Fotoaufnahme gerade gewesen ist, ne, dass man dann eben halt das Nummernschild von dem Auto erkennt. Nicht, dass dann nachher zum Beispiel der Ehemann oder die Ehefrau oder wer auch immer dann feststellt, oh, das Auto von meinem Lebenspartner, Lebenspartnerin befindet sich gerade in der Straße. Toll, super, was macht denn da? Aber der Staat bzw. die Institutionen, und es ist ja nachher nicht mehr der Staat, sind ja dann Privatorganisationen, arbeiten dann damit und werten das nachher zusätzlich komplett aus, wo die Leute gewesen sind, wovor sie irgendwelche Fotos gemacht haben, wo sie langgelaufen sind. Dann kommt die ganzen Geschichte wie PayPal, also PayPal nicht, Payback und Co. Was haben sie eingekauft? Wie viel haben sie dafür bezahlt? Wo haben sie gekauft? Wer hat es gekauft? Es ist alles nur eine Wirtschaftsfrage danach. Also zumindest in der Richtung ist es Wirtschaftsfrage. Es ist erschreckend zum Beispiel, wie gut Amazon Bescheid weiß, wenn das Konto nur von einer einzelnen Person benutzt wird bei Amazon. Schlecht wird's, wenn das Konto, das Amazon-Konto von mehreren Leuten benutzt wird. Dann werden nämlich die Vorschläge derartig ungenau und unsauber. Das kann ich nur als Empfehlung abgeben. Ne? Ein zentrales Amazon-Konto, wer bei Amazon kaufen möchte, und dann unterschiedlichste Leute und Altersklassen, die dann über dasselbe Konto dann einkaufen oder einkaufen lassen. Weil dann nämlich die ganzen Vorschläge nicht mehr funktionieren und auch dass dieser Algorithmus dann nachher lernen kann, funktioniert nicht. Weil er kann eben halt nur auf ein Individuum reagieren, aber nicht auf unbekannte Individuen, und er weiß nicht, welches Individuum gerade einkauft. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, klappt bei uns wunderbar. Das heißt, früher, als ich das ganz alleine benutzt habe, waren die Vorschläge sehr treffend. Da kamen dann nachher Sachen, wo ich dachte, oh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber danke, dass du es vorgeschlagen hast, es gekauft. Geht jetzt nicht mehr, weil dann ist dann Bastelkram drauf, da ist Technik drauf, da ist das drauf. Da gibt es keine Vorschläge mehr, ne? Und es macht das Leben einfacher. So, was haben wir hier? Eigentlich würde ich Sie gerne etwas fragen. Ach so? Na dann nur zu. Sehen Sie wirklich so aus wie Ihr Avatar? Gefällt er Ihnen? Oh, nun ja, es ist ein Avatar. Man weiß nicht, wen man vor sich hat. Das ist doch das Spannende an Chats, oder? Klar, aber jeder fragt sich doch, wie der andere aussieht. Okay, ich verrate Ihnen etwas. Ich sehe ganz anders aus als mein Avatar. Und dabei werde ich's belassen. Sparen Sie sich die Überraschung auf. So mache ich das ja auch.
Deswegen ist es mir schon suspekt. Aufsparen für wann? Treffen wir uns denn? Wer weiß? Übrigens, Sie wissen doch, wie ich aussehe, Christine. Mein Avatar, das bin wirklich ich. Was gibt's da zu lachen? So, so. Sie sind also wirklich King Kong, Peter? Oh Gott, dann verstehe ich jetzt, wieso Sie meinen Avatar so mögen. King Kong? Wie meinen Sie das? Verdammt, hat etwa... Nun, was ich hier sehe, sieht stark nach einem riesigen Gorilla aus. Aber ein hübscher. Wie lange sehen Sie den schon? Von Anfang an. Verdammt nochmal. Ryan hat also wieder an meinem Account herumgefuscht. Sehr witzig, wirklich. Ryan? Mein Arbeitskollege von GW. Ich habe diesen Account auf meinem Firmenrechner eingerichtet, wissen Sie? Und Brian macht sich einen Spaß daraus, die Passwörter zu knacken und dann irgendwelchen Unsinn in den Konfigurationen anzustellen. Er wollte Sie bestimmt nur aufmuntern, Peter. Darf ich Sie noch was anderes fragen? Klar doch. Wie alt sind Sie? Fragt man so etwas eine Dame? Nun, offensichtlich gibt es Leute, die es tun, ja? Es gibt auch Damen, die dann nicht antworten. Oh ja, reichlich. Sehen Sie, Peter, es ist für mich nicht so leicht, über mein Alter zu sprechen. Ich meine, ehrlich über mein Alter zu sprechen. Lassen Sie mich raten. Sie haben sich diesen mädchenhaften N20er-Avatar ausgesucht, sind aber in Wirklichkeit ein 63-jähriger Mann mit Vollbart. Genau. Sie wissen ja, Peter, nirgends wird so viel gelogen wie beim Thema Alter. Also belassen wir es lieber dabei. Es ist doch viel spannender so. Die ist mir suspekt. Warum sind Sie so viel online? Na, um Sie zu treffen, Peter. Ist Ihnen etwa langweilig mit mir? Oder wie darf ich die Frage verstehen? Was arbeitest du? Nein, nein, wo denken Sie hin? Unsere kleinen Scherze retten mir den Tag. Aber ich bekomme langsam Gewissensbisse, dass ich... Dass Sie mir die Zeit stehlen? So ungefähr. Ich melde mich schon, wenn mir etwas nicht passt, Peter. Und im Moment bin ich einfach nur froh, dass wir beide uns kennengelernt haben. Das ist sehr nett, dass Sie das sagen. Darf ich Sie noch was anderes fragen? Klar doch. Ich habe noch zu tun, Christine. Okay. Nett, dass wir geplaudert haben. Also, bis später. Bis später. Der erzählt ihr einfach zu viele Dinge. Und dann ist der Account, der Privataccount, noch auf dem Firmenrechner drauf. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut.